Herzlich willkommen zurück, meine saßigen Freunde, zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Nach gefühlt 30 Jahren geht es endlich wieder weiter. An wem die Playlist so sieht, wird sich denken, aha, auf einmal alles anders. Ja, ich weiß. Komplett anders. Die Welt steht nicht mehr lange. Und deshalb habe ich jetzt auch schon ziemlich lange nicht gespielt. Deshalb weiß ich demnach nicht, was wir schon alles gesammelt haben. Aber laut Speicherstand haben wir schon 5 Grog-Samen. Okay. Dann ist das wohl so, I guess. Wir haben im letzten Part... Kann ich mich tatsächlich noch erinnern, ne? Oh. Den Schrein haben wir aktiviert, aber nicht gemacht. Was soll denn das werden? Ich glaube, wir werden einfach noch ein bisschen das Plateau erkunden noch in diesem Part und direkt dann mit den Schreinen beginnen. Aber jedenfalls, im letzten Part haben wir eigentlich Großteil dieser Umgebung erkundet und sonst nichts gemacht. Wir haben halt ein paar Sachen geholt. Das ist eigentlich alles gewesen. Nur ein paar Crocs geholt, die uns halt im Weg standen. Und tja, wie gesagt, wie ihr einige wisst, ja, ich werde alle 900 Crocs holen. Ich tue mir das Leiden an. Jemand muss mein Leiden direkt beenden. Aber ich habe das Gefühl, das Let's Play wird nächstes Jahr noch laufen. Habe ich so das Gefühl. Wie gesagt, es ist ziemlich lang her, seitdem ich diesen Spielstand angeworfen habe. Ich habe ein bisschen wieder Breath of the Wild vor einiger Zeit wieder gespielt. Doch wie gesagt, diesen Speicherstand hier habe ich gar nicht angerührt. Ich habe besser gesagt nur geschaut, ob das der Speicherstand ist, auf dem die LP-Daten oben sind. Und ja, das ist der Fall. Ich sehe gerade, wir haben einige nützliche Tools mitgenommen. Jo. Läuft ganz gut. Gut, dann wollen wir mal den nächsten Schrein aktivieren. Denn uns fehlen noch 3 Schreine. Wir haben besser gesagt die ganze Zeit so getan, als wäre dieser Schickgestell sowas wie das iPhone 13 oder so. Also benutzen wir es auch so. Einige Leute wissen das jetzt vielleicht nicht, weil sie gerade erst durch diesen Part in dieses Let's Play eingestiegen sind. Keine Ahnung, ja, ich nenne es halt einfach iPhone. Aber mittlerweile habe ich sogar einen neuen Namen für dieses iPhone gefunden. Und zwar das iPhone 69. Ihr seht schon, sehr einfallsreicher Name für ein Handygerät. Ja, ich weiß, meine kreativen Gedanken sind sehr einflussreich für die Leute der geistigen Weihnacht. Aber schalten wir einmal den Wamodai-Schrein. Den Wamodai-Schrein schalten wir jetzt frei. Dankeschön, dass du es geschafft hast, auszusprechen. I mean, könnte Fall Damage Cancel jetzt machen, aber ich habe den noch nie ausprobiert. Und dementsprechend werde ich den wahrscheinlich verkacken. Ich probier's aber jetzt mal einfach trotzdem. Setz jetzt einfach safe. Und ich probier's einfach. Ja! Ja, hat jetzt nicht so gut funktioniert. Ja. Ich probiere es jetzt einfach nochmal. Entweder funktioniert es jetzt oder nicht. Ja, wenn du weniger Herzen hast oder keine rote Rüstung trägst, solltest du nicht frontal angreifen. Ich habe nichts frontal angegriffen. Also, dementsprechend ist das eine Lüge. Hä? Wie geht das? Lemme, take a quick look, friend. Okay, ich glaube,
Ich glaube, ich habe eine Ahnung, wie das funktioniert. Also besser gesagt, man soll jumpen und ähnliches machen, was ich gemacht habe, aber es muss wirklich knapp am besten sein. Habe ich überhaupt eine Waffe, mit der ich... Ja. Das könnte knapp werden. Ich glaube nicht, ich glaube, man muss zwei Hände nutzen oder so. Scheiße. Ja, ja, man muss einen Zweihänder benutzen. Das war mir jetzt nicht so ganz im Kopf. Okay, Freunde, wir sind die Glitch Masters. Wir sind die Glitch Masters. Wir können das schaffen. Jo, wir schaffen das. Also, wir nehmen dann einen Zweihänder. Der einzige Zweihänder hier ist die Eisenhammer. Die Axt hat keine Rechte. Okay. Wieso funktioniert das nicht? Ich mach doch genau das, was da auch beschrieben steht. Okay. Wenn du aus zu großer Höhe... Ja, das versuche ich doch gerade zu canceln. Are you stupid? Ich probiere das jetzt noch einmal. Es funktioniert nicht. Wieso funktioniert das nicht? Ich glaube, ich sollte früher loslassen. Ey, ich probiere es jetzt noch einmal und wenn es dann nicht funktioniert, dann scheiß drauf. Dann werde ich einfach skippen, wenn zu der Stelle, wenn wir unten sind. Ich will das jetzt ausprobieren. Ich drücke nicht nach oben. Scheiße! Ich hab's zu früh losgelassen. Ajo? Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ja, ich hab's geschafft! Holy Jesus! Oh mein Gott! Ich hab's geschafft! Oh mein Gott! Moino, ich habe gerade den Glitch geschafft! Das werden wir wahrscheinlich etwas öfters verwenden. Kleiner Assi. Nein! Asozialer Sohn. Die Waffentasche ist voll. Lol. Okay. Wir haben keine Bomben. Ach, ich bin ja der Genius. Nein. Aber. Tut mir leid, du behinderte Wand. Aber du musst trotzdem sterben. Lol. Das geht halt for real. So, schauen in die Chest rein und 5 Feuerpfeile. Nice. So, jetzt brauchen wir wieder unsere Holzfäller-Axt, weil wir sind ja altbekannter Holzfäller. Der Holzfäller der 7 Weltmeere. Und wir müssen diesen Baum da fällen. Denn den mag ich nicht. Genau, ja, Holzbündel. So, da. Kabumm. Yay. Das hat funktioniert. So, wir sind jetzt... Juhu, wir haben es überlebt. So, wir haben mal ein paar Schleichwürmchen. Die werden wir wahrscheinlich wieder gebrauchen. In 30 Jahren. Also sollten wir welche mitnehmen. Das sind gleich zwei, also gehe ich dahin, weil. Why not? So, dieses Schleichwürmchen hat ein bisschen zu große horizontale Größe. Also, was? Es ist zu horizontal oben, aber es hat sich zu mir runtergetraut. So ein braves Schleichwürmchen. Ich habe aber jetzt gerade keinen Bock auf mehr. Ich glaube, wir brauchen auch nicht mehr für zukünftige Quests. Kabumm! Genau so macht man das, Freunde. Genau so macht man das. Hier haben wir wieder den alten Sack. Mann, bist du lustig! Dein Humor
grinst an. Ich probiere das jetzt nochmal aus. Ich wollte es gerade ausprobieren, aber... Hä? Das müsste es eigentlich sein, wie das funktioniert. Ich glaube, das ist genau die Möglichkeit, um das zu machen. Ich rüste mich mit einem Bockstock aus, damit ich das direkt in das Mund eines... Was? Deutsche Grammatik, Freunde. Kein Wunder, dass die Lehrerin sich bei uns über unsere Grammatikkenntnisse aufregt. Scheiße. Ja, hättest du gedacht, ne? Hättest du gedacht? Kleiner Schwächling. So. Ah, den brauchen wir jetzt nicht so unbedingt. Was wir brauchen, ist ein bisschen Intelligenz. Denn diese Bockbins werden jetzt ihr blaues Wunder erleben. Die sind nämlich sehr, sehr, sehr dumm. Der macht zwar einen ultralauten Schrei, aber trotzdem... Genauso hört sich das an. Oh Gott. Genauso hört sich das an. Okay, ich höre auf. Es reicht, ich weiß. So. Ein Wurfspeer. Sehr effiziente Waffe. Das kann ich nicht glauben. Spaß. Kann man das mit dem Eisenhammer aufbekommen? Geht! Ja! Okay. Kein Wunder, für keine Angst, dafür haben wir einen Wurfspeer erhalten. Damit haben wir einen Ausdauerhonig erhalten. Honig direkt vom Bienenstock ist besonders nahrhaft. Wenn man ihn zur Verfeinerung von Gerichten verwendet, verleiht er ihnen den praktischen Effekt, die Ausdauer zu steigern. Nein, hör auf, die ganze Zeit zu singen, Link. Du bist hier nicht bei DSDS. Bombenpfeil. Ja, Bombenpfeile sind sehr, sehr, sehr nützlich. Sollte man immer welche haben. Hier oben ist nix. Die ganze Welt hasst mich. Warum ist hier oben nix? So, wir haben keine Haltbarkeit dadurch verloren, dass wir die Bienen angegriffen haben. I think this is praktisch. Sehr praktisch, Alter. Können wir direkt unsere nächste Waffe mitnehmen? Yay. Wo war das nochmal? Da oben. Denn die Heugabel ist jetzt sicher nicht eine unnützliche Waffe. Da ich aber sehr faul bin, um da jetzt hinzugehen. I mean, wer sollte jetzt nicht überhaupt hingehen, wenn man das machen kann? So, womit? Ich lasse das gleich ausgerüstet. Ist praktisch. Komm, wir sind... Du brauchst nicht Angst vor Fässern haben. Du bist das was. Weg damit. Es muss natürlich anstoßen. Dafür wurde es geboren. Wartet mal. Okay. Das ist das Haus des Nikolaus. Ein Chili. Da ist noch eine Holzverlags. Ich würde sagen, ich muss die alte weg, weil, naja, die hat mehr Haltbarkeit. Moin. Hier ist niemand. Der arme Opa.
Wird einfach getrollt von kleinen Kindern. Ja! Tschüssi, auf nimmer Wiedersehen. Wir sehen uns nie wieder. Okay, ja, lass mir das gleich ausgerüstet. Besser gesagt, den Wurfspeer. Was hat mehr Haltbarkeit? Ja. Attackieren wir mit dem Wurfspeer. Denn diese Bockblinds haben keine vermaledeite Schnonze. Wir gehen frontal. Wir gehen auf... Nein, Moment mal. Die Bienen. Bienen. Los, Bienen. Los. Ja, Bienen. Ihr macht das. Ey. Der kommt einfach mit Feuer daher. Ist er gestört? Die armen Bienen. Deshalb lasse ich dir jetzt dein... Au, nein. Ich zerstöre den Wald. Hashtag Team Trees, Freunde. Ich wollte doch nur Honig haben. Juhu. Das war nicht so erfolgreich. Der schießt einfach. Du kleiner Sack. Nur am Nerven, Alter. Wieso sind hier alle eigentlich nur am Nerven? Was ist deren Hobby? Ja, vorhin konntest du ihn dir nicht nehmen, weil du stupid warst. Nein, Link, was tust du? So, jetzt fehlt uns nur noch ein Schrein zum Aktivieren und dann geht's auf die Schrein-Quest, Freunde! Oh, Junge. Das wird ein Spaß. Also. Auf zu dem Bombenschrein. Das ist auch der erste Schrein, den wir heute machen werden. Ich glaube schon, dass wir jetzt alle Schreine auf einmal machen können, weil, naja. Warum haben wir... Haben andere YouTuber so lange gebraucht? Weil sie nicht alles auf einmal gemacht haben. Wir haben jetzt alles auf alles gemacht. Das sollte sich perfekt ausgehen. Und da ist ein wirklich starker Gegner. Ein Wächter. Und dem sollten wir schleunigst ausweichen. Weil die können uns umbringen. Eigentlich hätte eine Sekunde gefehlt und wir wären gestorben. Warum? Hallo? Er bringt seinen Bro um. Es ist Tag? What the hell? Jungs, es ist Tag. Jungs. Die Sonne scheint. Hallo, Jungs. Okay, ich glaube, die haben einfach keine Lust auf ihren Instinkt zu hören, sondern wollen einfach an Sonnenbrand sterben. Genau, das ist es. An Sonnenbrand wollen sie sterben. Der Yabashi-Schrein. Zerstörungskraft. Oh Junge, Freunde, jetzt werden wir Amokläufer. Schicke Stern erkannt. Datenübertragung beginnt. Jetzt ist nur noch ein Griff auf den Schicke-Stein, oder besser gesagt iPhone 69 nötig, um Amokläufer zu werden. Bombenmodul löst aus der Entfernung Explosionen aus. Ist jetzt nicht das Amoklaufmodul? Aber es ist gewisserweise das, was man benutzen kann. Die Explosionen fügen Feinden Schaden zu, zerstören Objekte. Verwende ihn je nach Bedarf, runde oder eckige Bomben. Wir haben unendlich Bomben. Schnellauswahlmodul. So kannst du das schnell das Modul wechseln. Also, wenn das nicht geil ist, dann ist nichts geil. Okay, wir müssen eine Waffe wegwerfen. Für den Zweihänder. Wie wär's? Mit Nein.
Okay, nehmen wir den Reisezwein damit. Sehr beliebt bei Abenteurern aus ganz Hyrule. Mit dieser schweren Waffe kann man Monstern ihren Schild aus der Hand schlagen. Tut mir leid, Stärke 10 nehme ich nicht. Ich nehme meinen Wurfspeer wieder mit. Blöder Sack. Moment mal. Eigentlich sollte ich da runde Bomben verwenden. Sag mein Instinkt. Mein bloßer Instinkt ist einfach zu intelligent für diese Welt. Jahü! Ja! Das war nicht intelligent. Ich hab's trotzdem geschafft. Nichts kann mich aufhalten. Nicht mal diese behinderte Plattform hier. Ich bin zu intelligent dafür. So, hier ist eine sehr, sehr, sehr nutzlose Kugel. Solche Items werden wir öfters sehen, aber diese Kugel ist so nutzlos wie die Crocs. Alle Crocs zu sammeln. Er gibt mir Scheiße! Okay, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, Freunde. Wir sind beste Freunde. Wir sind beste Freunde. Das dürfen wir auch in diesem Let's Play erleben. Juhu! Scheiße, Alten. Tut mir eigentlich so oder so schon die ganze Zeit. Bernstein! So. So, jetzt tue ich das, wie das eigentlich nicht gedacht ist. Weil ich der Regelbrecher bin, natürlich. Das war sehr knapp. Und damit haben wir den ersten Schritt für heute geschafft. Ist keine Schwierigkeit für uns eigentlich. So, wir kriegen unsere Belohnung. Wieder ein Zeichen der Bewährung. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen, die Dinger. Wir waren ja nur ein paar Monate nicht mehr in diesem Spiel drin. Ja, Ladezeiten. Oh, Moment mal. Ich wollte nochmal eigentlich zwischen den Ladezeiten eigentlich... Ich wollte zwischen den Ladezeiten eigentlich immer so, Pausen reintun. Also besser gesagt, dass es nicht gesehen wird. Aber mir ist ja erst jetzt eingefallen, dass ich das eigentlich machen wollte in dem Let's Play. Ein Genius. Und jetzt darf ich das nochmal machen. Und da sind wir beim Tumisoke-Schrein. Und ich darf gleich nochmal pausieren, weil irgendwie so viel zu tun ist. Da sind wir im Tumisoke-Schrein. Säulen aus Eis. Okay, Freunde. Säulen aus Eis also. Los geht der Spaß. Saß. Schickestein beginnt. Datenübertragung überträgt. Oder was? Was? Ich weiß nicht mehr, was da stand. I'm too stupid to read. Okay. Und nun haben wir das Cryo-Modul. Lässt Eissäulen auf Wasser entstehen. Die Eissäulen sind sehr hart und schmelzen nicht. Hart! Sie dienen als Plattformen oder Hindernisse. Bestehende Eissäulen kannst du anvisieren und Zerstörung. Zerstörung, Freunde! Zerstörung! Das habe ich immer so einen komischen Unterton, den ich eigentlich nicht haben will. Okay. Ja, bitte, vergesst es dann. Passiert, I guess. Nein, du Hund. Nein. Hohoho, sind hart! Habe ich gesagt! Sie sind hart! Du bist einfach nur dumm. Und hier haben wir die unnötigste Kiste im Spiel. Und zwar für eine Reiselanze. Stärke 3. Ja. Hiermit halten sich reisende Wölfe vom Leib. Gut gewichtet und leicht zu verwenden. I mean, ist stärker wie eine Bocklanze, aber kein Bedarf. Wir sind einfach schon zu stark für die Welt. Um eine Reiselanze zu verwenden. Pft. Wieso sollte ich sowas verwenden?
Do I look stupid? Nein. Außerdem habe ich schon zwei Lanzen, die mehr als Stärke 3 haben. Also, nein. Du hast meine Prüfung meistert, du Sack. Und noch ein Zeichen der Bewerbung. Der Bewerbung? Die Sache ist, es macht Spaß, weil ich eine 1000-mal andere Route nehme als sonst. Denn ich gehe einfach immer wie die meisten Leute von... Dings zu... Naja. Wie die meisten YouTuber, wie gesagt, gehe ich eigentlich von Magnete zu Bombe, von Bombe zu Stasis und dann zu Cryo. Aber das ist jetzt anders. Und ich glaube, deshalb ist es auch... Es fühlt sich besser an. Herr über die Zeit, war Modai schreien. Ja. Bam 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 bam. Di 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 di. Okay, Freunde, wir kriegen ein Item in unserem Schiekestein. Das letzte ist jetzt verfügbar. Und das Stasis-Modul lässt für ein Objekt die Zeit stillstehen. Wenn gestoppte Objekte schüttert, staut sich Bewegungsenergie an. Oha, Physik, Freunde. Jetzt könnt ihr ein bisschen Physik lernen. Habt ihr Probleme bei Physiktests? In der letzten Schulwoche kein Problem. Ihr bekommt zwar gerade das Zeugnis, also bei einigen Leuten. Ich glaube, in Deutschland kriegen einige Leute eh schon längst das Zeugnis. Aber ja, für Österreich halt. Ja, jetzt könnt ihr Physik lernen für einen Physiktest. Diese wird mit einem Schlag freigesetzt, sobald die Zeit weiterläuft. So kannst du auch riesige Objekte bewegen. Ja, nützlich, I guess. Jahu! So, du musst jetzt leider leiden, du blöde Kugel. Tschüss. Das geht sich aus, das geht sich aus, das geht sich aus. Ja! Okay. Hier haben wir eine Kiste mit einem Reiseschild. Diese robusten Schilde sind bei Abenteurern sehr beliebt. Sie werden aus Tierhäuten und stabilem Holz hergestellt und schützen vor wilden Tieren und kleinen Monstern. Peter? Du führst in deiner Tasche keinen Platz. Was für? Da ist in deiner Tasche kein Platz. Hier. Behinderter Bockblindschild. Behinderter Bockblind. Ja! Rest in Piss. Da haben wir sie. Den Reiseschild. Oh yeah. Und da haben wir direkt eine neue Waffe. Also schwer zu entscheiden. Ich werfe den Reisehammer. Was? Den Reisehammer? Werfe die komischen Speer da einfach weg, weil. Why not? Naja, wir können das auch einfach mit Bomben machen. Oder wir sollten es einfach mit dem Hammer machen, den wir bekommen haben. Ich glaube, das war eine bessere Idee. Also, do it. Alter. Zerstört die Kugel einfach. Ja, RIP an die Kugel, I guess. So, bewaffnen wir uns wieder mit dem starren Bockstock, weil wir haben keinen Wurfspeer mehr. Ja, damit hätten wir alle Schreine geschafft, die uns der alte Mann befohlen hat. Was bekommen wir jetzt? Bekommen wir endlich den Paragleiter? Und hast du ja allen Schreinen auf diesem Plateau ein Zeichen der Bewährung erhalten. Ja, es ist soweit. Link,
Es ist die Zeit, dass du die Wahrheit erfährst. Oh, krass. Oh. Sieh auf deine Karte und denke dir gekreuzte Linien zwischen den vier Schreinen. Dort, wo sich diese Linien kreuzen, werde ich auf dich warten. Hast du verstanden, wo die Linien zwischen den vier Schreinen sich kreuzen? Oh nein, ist er zum Geist geworden. Ich glaube, wir haben gerade Paranormal Activity hier. Ich würde sagen, probieren das jetzt einfach nochmal mit dem Fall Damage Cancel. Ich will fragen, wann. Ich will wissen, wann wir das wirklich drauf haben. Weil wenn wir das wirklich können, dann ist das auf jeden Fall eine tausendfachere Bereicherung. Definitiv. Wir kommen, glaube ich, da nicht dazu, den Glitch zu nutzen. Oder? Aua. Okay, wegen den zwei Äpfeln bin ich mir echt nicht zu schade. Junge, Link muss rennen. Alter, dass er keinen Fallschaden da kriegt. Link ist einfach Meister der Unverwundbarkeit. Da sind wir wieder bei der Zitadelle der Zeit. Jo, wir haben auf jeden Fall viel in diesem Part gemacht. Also wirklich definitiv viel. Nein, dann, wie wär's mit da auch? Warte mal. Konnte einfach. Die Transition sieht sehr weird aus. Ja, Freunde. Im nächsten Part erfahren wir anscheinend die Wahrheit. Was auch immer das bedeuten soll. Da steht er. Der alte Mann. Was wird die Wahrheit sein? Wir werden es im nächsten Part erfahren. Bis zum nächsten Part. Ciao mit... Au. Ich wollte gerade so eine ultra funny Sequenz machen, bei der ich irgendwie runterfalle, aber... Der Aufbau der Zitadelle der Zeit hat das nicht zugelassen. Dankeschön. Okay, danke fürs Zusehen. Ciao mit au.